Herzlich willkommen zum Whisky Plausch Bottlekill. Was das ist und was wir hier machen, seht ihr nach dem Intro. Nicht schießen. Ich begrüße euch dann unter anderem recht herzlich mit einem süffigen Glück auf aus dem Herzen des Ruhrgebiets bei guten 34 Grad im Schatten. Zumindest hier in diesem Zimmer, in unserer Whiskybude. Wenn man eine Jacke anhat, so wie ich. Mein Name ist Jonas, neben mir der Detlef. Und heute machen wir ein Whisky-Plausch Bottlekill. Bottlekill, was ist das? Im Endeffekt machen wir eine Flasche leer. Also, warum machen wir eine Flasche leer? Wir machen doch sonst immer Flaschen auf. Genau. Und die sind voll. Und diesmal haben wir eine Flasche, die ist fast leer und deshalb machen wir sie jetzt ganz leer. Sinn und Zweck des Sinn und Zweck der Geschichte, beziehungsweise der Hintergrund, erzählt der Jonas. Ich gucke mal kurz nach der Flasche. Genau, wir wurden durch einen freundlichen und aufmerksamen Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, was man als Whisky-Kenner ja eigentlich weiß, Whisky entwickelt sich. Whisky entwickelt sich, je häufiger man den trinkt, entwickelt sich in der Flasche. Und. Wenn man also einen Whisky vor der Kamera aufmacht, zeigt man nur einen Eindruck von diesem Whisky und man zeigt nicht, was der Whisky alles an Facetten mitbringen kann und wie der sich entwickeln kann. Da haben wir uns gedacht, jo, da hast du recht, machen wir doch einfach mal die Flasche jetzt mit euch leer. Wir haben diese Flasche in einem Video aufgemacht, das ist der Tullibarden Zimmeray Masala Cask Finish. Das Video blenden wir euch gerne oben ein. Ich meine, es müsste hier sein. Da ist rechts im Video, ja. Da oben blenden wir euch das Video ein. Und da könnt ihr gucken, wie uns der Whisky geschmeckt hat, als wir die Flasche aufgemacht haben. Jetzt hatte der Whisky ein paar Monate Zeit, sich zu entwickeln. Unsere Geschmacksnerven hatten Zeit, sich zu entwickeln, sich daran zu gewöhnen. Und der hatte wirklich nicht viel Zeit, sich zu entwickeln und schon war er von dannen. Liegt, glaube ich, daran, dass er lecker war. Ja. Oh, Rumbum, das war laut. Ja. Kurzes Indiz dafür, dass die Flasche leer ist, ist auch die Kerze ist abgebrannt. Daran sieht man immer ganz schön, wie weit wir hier bei Whisky Plausch fortgeschritten sind. Ja, wir versuchen dann auch alles immer zeitnah, sag ich mal, eine Reihe zu kriegen. Und so eine Kerze. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine... Ja, okay. Ja. Ne? Kerze... Reinhard, grüß dich. Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet. Einer der grandiosesten deutschen Musiker für mich. Ja. Satte, reife, warme Früchte. Dunkel, nicht zu dunkel. Eine derbe Süße. Eine absolut derbe Süße, die nicht nur allein aus dieser Fruchtsüße besteht, sondern da kommen noch mehr dazu. Ja. Das ist Süße, Süße, Süße. Jetzt muss ich dir nochmal so ins Glas fallen. Ja, fall mir mal ins Glas, bitte. Hatte ich dir mal die Geschichte erzählt mit dem Pandaren Mandera, Mandera Finish? Pandaren Mandera Nelson Finish, nein. Ja, Mandera Nelson, Freedom for Africa. Da ist, die vierte Person im Spiel, ich glaube das nicht. Lassen wir jetzt. Nee, ich hatte, als ich den ersten davon getrunken hatte, ich hatte mir die Flasche gekauft und habe gesagt, Madeira finde ich tolle Sache. Hab den aufgemacht, eingeschüttet, dran gerochen, getrunken. Nee, geht gar nicht. War total enttäuscht. Und habe die dann halt stehen lassen und die nach und nach weiter getrunken. Weil das ist auch jetzt dieser Hintergrund zu dieser Geschichte. Warum machen wir das mit der Flasche nur noch so viel drin? Und nehmen einfach den letzten Drum aus der Flasche und verköstigen den vor der Kamera. Als die Flasche wirklich leer war, da war nur noch so viel drin, vielleicht 4 Drum, Ende aus, wollte ich nie wieder was anderes trinken. So lecker empfand ich den, obwohl ich am Anfang enttäuscht war. Also, es kann sein, dass man, dass auch wir schon mal einen Whisky vor der Kamera aufgemacht haben, wo wir gesagt haben, naja, aber könnte, müsste aber nicht. Und sich das Ganze dann ein bisschen geändert hat. Wenn das der Fall sein sollte, möchten wir jetzt einfach mal sagen, dann machen wir dazu einfach mal ein neues Video. Oder auf whiskyjar.de oder auf ihaveadrum.de folgt dann ein Kommentar dazu, wie sich der Whisky entwickelt hat. Ganz genau. Also wenn unsere Eindrücke irgendwann zu einem Whisky, den wir hier vor der Kamera verkosten, das wollte ich sagen, nicht mehr stimmen, wenn die sich entwickelt haben, verbessert oder verschlechtert haben, melden wir uns einfach.
Genau so. Und jetzt probieren wir den hier und schauen, wie der sich entwickelt hat. Slanche. Slanche. Auch hier, wie in der Nase ähnlich. Ja. Viele dunkle, satte, reife Früchte. Eine leichte, leichte Holzwürze ist am Abgang so im letzten Schluck mit dabei. Jetzt wird der Mund leicht trocken. Ja. Und trotzdem muss ich auch wieder sagen, Alkohol ist da, der drückt, aber er ist nicht unangenehm. Er macht Freude. So, es wärmt. Genau, der Alkohol wärmt, das passt super gut. Richtig. Weißt du, wie warm der macht? So, hier Striptease im Whiskyplausch. Ich glaub das nicht. Ich glaub's nicht. So warm macht der Whisky. Okay, stopp jetzt. Nein, also der Whisky ist und war gut. Da sieht man daran, dass diese Flasche relativ schnell leer geworden ist. Hm. Und gleich ist die Kamera aus und dann kommt der versprochene Bottlekill. Nein, lieben Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Genau, das hat uns sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Auf Wiedersehen.